Ach, wie sicher ist das hier, nur so ein kleiner Lastenaufzug. Oh oh. Oh oh. Habt ihr was gesehen oben auf dem Ding? Ich auch nicht. Was ist jetzt? Abgestürzt. Oh Gott, nein. Wir sind wieder unten. Ich will nicht mehr hier unten sein. Oh, Telefon. Jim, rufe da an. Quickly, Mantis. Find the entrance nearby. The children weep in the darkness and the floodwaters continue to rise. Ach, schön. Du hast leicht reden, Junge. Ich kack mir hier halb in der Hose. 18. Juli 1899. Zur Erleichterung der Assimilierung von Gewebegruppen wird eine Verbindung benötigt, da sich die Zellen ansonsten nicht mischen. Die Entsorgung ungemischter Subjekte muss angeblich mit und mittels Einäscherung geschehen, da wir sonst eine kontinuierliche und formlose Animation riskieren. Das wäre unerfreulich. Eine simple Verbindung aus einem Teil Brennburg Vitae Infusion und einem Teil Orgon Monaden Disperser Flüssigkeit ist ausreichend. Sie kann den Subjekten nach dem Neuzusammenbau intravenös verabreicht werden, um die Zellmischung beizubehalten. Die Verbindung ist stabil und höchst lichtempfindlich. Nachdem sie injiziert wurde, kann sie mit den Schumann-Lampen aktiviert werden. Außerhalb des Körpers ist sie jedoch höchst ätzend und zerstört sogar kleine Mengen Metall. Wie erbaulich! Das ist geil, das ist geil. Hier, komm, wir spielen mal ein bisschen einfädeln. Können wir einfädeln? Ich will hier einfädeln. Herr Doktor, bitte eine kleine Nasen-OP. Und die Zähne könnten auch noch ein wenig erweist werden. Okay. Nee, macht nicht so viel Spaß, wenn wir uns eigentlich draufsetzen können. So, machen wir hier mal auf. Hier ist nichts für uns. Hier nicht. Hier nicht, oder? Können wir hier was? Nein, können wir nicht. Hier auch nicht. Hier ist eine Tür, die ist zu. Da brauchen wir auf jeden Fall einen Schlüssel. Oh, Leute, ich vergesse immer wieder, dass der sicher noch was aufschreibt. Okay, nur ein Schädel. Und sonst nichts weiter. Hier, die Schränke können wir nicht aufmachen. Warte mal, wir können ja mal gucken, ob wir das hier irgendwie... Wo, ist hier irgendwo so eine Chemikalie? Was geht denn hier? Achso, der Beweis, dass Strom leitet und Frösche würde anfangen zu zucken, obwohl sie tot sind. Oh, das ist eklig, das ist eklig. Also schon Tierquälerei, Leute. Peter freut sich da überhaupt nicht. Nee, 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 die haben schon bei Pokémon gemeckert. Ja, Pokémon ist so schlimm. Pokémon sind Kreaturen, sind Wesen, die von Menschen versklavt werden und was nicht alles. Also ganz ehrlich, liebe Peter, ihr habt doch mal voll ein... Da, wo es weh tut. Wie kann man so eine Scheiße eigentlich noch unterstützen oder so etwas noch rechtfertigen, dass Pokémon Tierquälerei ist? Also Leute, irgendwo hört es doch auf. Genauso wie bei Mario, der Tatooine-Anzug, wo er ein Waschbär ist. Also Leute, lasst mal bitte die Kirche im Dorf. Das finde ich nicht in Ordnung. Ihr könnt euch ja beschweren über Leute, die Pelz tragen oder sonst sowas, aber lasst die Spiele außen vor. Es sind Spiele. Und nichts weiter. Und Mario und Pokémon haben nichts mit Tierquälerei zu tun, aber auch wirklich gar nichts. Aber naja, was rege ich mich überhaupt auf? Ist ja jetzt gleich wie bei der Gamer. Wenn man von dem mal was wissen will, antworten sie natürlich nicht.
und mich dann bei YouTube anscheißen wollen, dass ich angeblich so eine Sachen nutze. Mhm. Ja, ja. Redet mit mir, dann können wir gerne mal miteinander kommunizieren. Aber nicht, ohne dass ihr mir auf meine E-Mails antwortet. Das ist nicht vernünftig. Und das finde ich auch absolut nicht nicht schön für den deutschen Support. Schreibt man in den USA wen an oder in England, binnen ein paar Stunden hat man da sofort eine Antwortmeldung. Schreibt man in Deutschland wen an, da kann man Wochen manchmal warten. Oder Tage. Und E-Mail ist nicht neu, liebe Freunde. Nicht so wie Frau Dings. Das Internet ist für uns Neuland von Frau Merkel. Nein, 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 nein. Ich bin noch nicht so alt, aber ich nutze Internet schon sehr, sehr lange und es gibt das schon wirklich sehr lange. Okay, aber bevor ich jetzt hier ewig noch rumlabere und euch damit zutexte, könnt ihr natürlich auch gerne in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet. Suchen wir erstmal weiter. Okay, noch flackert unser Licht nicht. Wo sind wir hier? Hier ist noch ein Eimer. Was haben wir hier drin? Nichts weiter. Was haben wir hier stehen? Ruhe, die neuen Erwerbungen dürfen nicht erschreckt oder aufgeregt werden. Oh ne, hier sind keine Babyschweine, oder? Oh, bitte keine Babyschweine. Das sah gerade aus wie ein Geist. Zumindest irgendwie sowas. Zu. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Hier ist auch nichts. Hier nicht, hier nicht, hier nicht, hier nicht. Da ist eine Tür, hier ist wieder ein Luftschacht. Kann ich hier rein? Nein. Aber ich kann hier raus. Oh, diese Scheißschweine. Ein Teddy. Hier, leg dich da hin. Schlaf ein bisschen. Okay. Da liegt wieder eine Nachricht für uns. Gucken wir es mal hier. Hier ist nichts weiter sonst, ja? Nee, dann lesen wir erstmal die Nachricht schnell. 20. August 1899. Habe heute eine Lieferung Schwachköpfe entgegengenommen. Die müssen die jämmerlichsten Exemplare der Menschheit sein, die ich jemals gesehen habe. Keiner wird sie jemals vermissen. Die Behörden der Irrenanstalt sind einfach nur froh, dass ich sie für die, dass sie die Überfüllung ihrer wimmelnden, stinkenden Hallen reduziert haben können. Wir messen ihre Schädel ab, überprüfen ihre Zähne, wir stellen sie mit Laudanum ruhig. Sie warten wie Vieh in einer Reihe mit stumpfen braunen Augen und schmutziger Haut. Viele verrichten beim Warten ihre Notdurft. In den Manipulatoren ordnen sie sich schweigend ein. Ich höre das Zischen von Gas. Ich höre das dumpfe Stöhnen, als Zähne gezogen und Knochen umgestellt werden. Ich höre die Schweine schreien. Wir haben alle Spiegel entfernt. Denn nach dem Verfahren macht ihnen ihr Spiegelbild nämlich die größten Probleme. Später, wenn sie schlafen, mische ich mich unter sie, meine Kinder, flüstere ich ihnen ihre Träume. Ihr seid jetzt meine Kinder. Meine Kinder, flüstere ich in ihre Träume. Ihr seid jetzt meine Kinder. Ich habe wieder Kinder und eure mangelhaften Körper werden die Kraft sein. Ach, ist immer noch. Ich habe wieder Kinder und eure mangelhaften Körper werden die Kraft sein, die mein eigenes Blut wieder zum Fließen bringt. Mein Schatz. Schade. Nein. Nein. Over there. Place it in the corner. What? You think I speak Prussian? Do I look like an inbred hog, sir? Who gives a damn what it contains? Just set it down carefully and leave me be. Guten Tag. Lass mich einfach mal kurz in Ruhe. Die Tür wurde gerade zu.
Wartet mal, wir gehen mal kurz einmal hier hin. Ist hier was? Ist hier was? Ist hier was? Zu. Hier ist auch nichts. Hier nichts, hier nichts. Hier nichts. Hier nichts. Oh, ich gehe natürlich lange, gerne über unseren langen Flur. Oh, ich will nicht mehr auf so eine Schweine treffen. Ich habe keine Waffen, ich kann nur rennen. Ich weiß, das liegt an dem Licht und alles ist schön. Ja, ich weiß, Leute. Ich renne einfach. Ich renne. Ich musste hier hin. Oh, warum bin ich noch rot? Ich bin bestimmt gleich tot. Telefon. Telefon. Du kannst mich mal, Jim, Junge. Du versaust uns hier alles. Du machst uns immer kaputter. Ich dachte, Jim ist unser Freund, aber wie gesagt, keine Ahnung, ob der Jim heißt. Aber Jim ist ein guter Name für einen Kunden, der einfach nur per Telefon anruft. Keine Ahnung. Ist egal, ist egal. So, weiter, weiter. Hier nichts, hier nichts, hier nichts. Nein. Weiter, weiter. Hier ist auch nichts. Hier unten, nein, auch nichts. Wieder los, hoch, hoch. Ha. So. Weiter, hier ist auch nichts. So, hier nicht, da nicht. Ach nein, nein. Hallo? Oh, zu. Oh. Wasserdampf. Oh, hier geht's auch weiter. Oh, nein. 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 Oh nein, ich muss schon wieder Sicherung wechseln. Enge Räume, enge Räume. Da waren sie. Da waren schon wohl die Kinder. Hier ist ein Teddy. Das ist... Könnt mich mal. August 1898. Weitere Experimente mit der Verbindung X haben dem Hund Strychnin, würde ich sagen, initiiert. Er durchlief die erwarteten Krämpfe und Zuckungen und starb nach kurz nach Mitternacht. Ich habe den Körper in einem großen Behältnis voller Verbindungen X getaucht und mittels einer Induktionsspule 3,5 Minuten lang Wechselstrom hinzugefügt. Dies regelt eine partiale Wiederbelebung an. Die vor dem Tod eliminierten Schäden waren nach der Wiederbelebung jedoch weiterhin präsent. Der Hund befand sich somit weiterhin im Zustand akuter Strychninvergiftung. Bis ich sein Leiden mit einer Kugel in den Kopf ein Ende setzte. Aber ertrinken vielleicht ja, letztendlich ist der... Ist das der gängigste aller Selbstmorde? Einem Ertrunkenen die Flüssigkeit in die Lunge mit Verbindung X ersetzen. Ja, das sollte theoretisch seine perfekte Wiederbelebungsmethode sein. Hä? Was geht denn hier ab, Alter?
Hä? Schön. Ach so. Das ist wirklich schön. Einmal im Kreis. Test? Test? Entschuldigung. Bin ich gut. Kann ich das hier reinmachen? Nein. Nein, nein, nein. Wir nehmen eine mit, für alle Fälle. Halt, warte mal. Wir gehen nochmal ein Stück näher. So. Nur für alle Fälle. Nee, ich wollte nicht sagen, wir mussten die mitnehmen, weil... Oh doch. Müssen wir. Eins. Ah toll, wie komme ich da jetzt immer wieder zurück? Hier nicht, hier nicht. Waren wir ja schon mal? Ja, natürlich, wir sind von hier oben gekommen. Und sind da hier irgendwo? It fell onto his hands and they eroded in front of me. To stumps. To stumps. Next time we will use an equal mix of infusion vitae and orgone disperser. No, no, just take him out. You can dump him in the river for all I care. Okay, auf jeden Fall waren wir hier einmal. Aber die andere Richtung, glaube ich. Eine Warnung. Es ist entzündet und es brennt. Ich blute aus jedem Loch vorne und hinten und alles läuft mir die Beine runter. Blut und Exkrement. Oh. Meine Lungen liegen in meiner Kotze und ich gehe jetzt Organklumpen. Und ich gebe jetzt Organklumpen von mir auf dem schmutzigen Stein. Trinke das, sagt er. Und ich trank es. Wegen der Veränderungen, die mein Inneres nach außen kehrte, niese ich meine Zähne aus, die wie Mäuse in der Dunkelheit verschwinden. Ich kann es nicht, ich kann sie nicht alle finden, aber ich sammle so viele wie ich kann und schiebe sie mit meinen Fingern zurück in meinen Gaumen, grauen Gaumen, aber die Nägel sind weich und fein raus. Trink es, sagt er. Es wird gegen das Fieber helfen, damit nicht alle von uns halten. Nee, damit nicht alle von uns halten die Veränderung. Denn nicht alle von uns halten die Veränderung so aus. Auf dem anderen Tisch ein Biest unter einer Decke. Niemals wollte ich darunter blicken, aber es hat es auch getrunken. Er hat es unter die Decke gereicht und ich hörte, wie es trank. Oh mein Gott, wie kann ein Mann derart viel Blut scheißen und immer noch leben? Alter, ist das krass. Okay, wir hätten das wahrscheinlich nicht von da oben mitnehmen müssen. Ja, natürlich ist da jetzt wer. Wie denn auch sonst?